Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Ja, ich wollte eigentlich eine kleine Aufnahmepause machen, aber dachte mir, Mensch, hier sind so viele komische Viecher, dann muss ich ja mal zeigen, was ich denn da so gefunden habe. Und da. Weiß nicht, ob es die vorher schon gegeben hat. Aber schaut euch das mal an, was für witzige Viecher das sind. Mal gucken, ob die uns angreifen. Wir werden mal vorsichtshalber meinen kleinen gerade ganz gewaltig. Guck mal, hier ist sogar. Ja, tun sie! So, oh, was war das denn gerade? Oh. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ne? So unglaublich. Huch. Wow. Wow. Ja, ist ja gut, ich hau hier ab. Was die für Töne machen, ist ja unglaublich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es die vor. Oh, ob es die vorher schon gegeben hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es sie jetzt und ja. Auch nicht so wirklich witzig. Wollte ich eigentlich mal gucken, ob ich hier irgendwo noch Fragmente finde. Das leckt echt gewaltig. Aber ihr habt ja gesehen, bei ihm auf der Ecke, da gibt es anscheinend auch dieses Uranitit oder wie das heißt. Na, das ist schon mal gut zu wissen. Also Richtung meiner Wärmereaktoren. Ich glaube, hier war ich sogar noch nie. War nicht ganz so sicher. Zwar vorne auf der Ecke war ich schon, aber hier war ich glaube ich noch nicht. Ich meine, hier sind wir bei über 500 Meter unter der Wasseroberfläche. Also waren wir hier noch nicht. Das ist normal Diamant da vorne. Schauen wir, was es ist. Muss ein Diamant sein. Diamant, ja. Oh, mit. Hey. Krass. Hier scheint aber auch nichts an Fragmenten irgendwo rumzuschwirren. Das ist noch so ein Dinger. Nach vorne gucken. Ja, ist ja gut. Was die für Töne machen. Echt geil. Hier ist noch ein Schlot. Irgendwie kommt mein Rechner gerade gar nicht klar. Also wenn das ein bisschen ruckelt, dann... Verzeiht's mir, ich war hier glaube ich auf der Ecke noch nicht und das könnte natürlich auch dazu führen, dass das hier tierisch ruckelt. Oh. Da oben ist auch noch so einer. Mit komischen Spinnenviechern. Kann ich euch nämlich auch gleich mal die neuen Wärmekraftwerke zeigen. Hoffe ich. Auftauchen 30 Kilometer hier nach oben. Doch, wie tief hier schon war, nicht schlecht. Hat sich das ja tatsächlich mal die Ausgaben tatsächlich mal gelohnt hier. Da kann man schon so schön tief, meine bei 900 Metern ist klar, aber kann man so schön tief runtertauchen.
So, hier können wir mal schauen. Hier haben wir meine Energiepipeline. Dann spare ich nochmal. Ah, da sieht man die auch gleich. So, dann steigen wir mal aus. Dann können wir uns mal von Namen angucken. So. Das sind sie, die Guten. Das sind die neuen Wärmekraftwerke. Sehen noch ein bisschen schicker aus als die alten, definitiv. So. Dann wollen wir mal wieder nach Hause gondeln. Oh, warte, halte, da ist noch ein Fragment. Da könnte vielleicht auch noch was Interessantes drinstecken. Druckkompensator-Fragment. Die haben wir ja, glaube ich, schon. Ja, haben wir schon. Ja, für diesen Basis-Bioreaktor, da habe ich ja das Fragment hier irgendwo gefunden. Deswegen war ich auch gut der Hoffnung, dass ich hier das zweite Fragment finde. Da sehe ich jetzt gerade noch eins. Ach, mobile Vehikelbucht. Nee, wirklich. Scheint nicht so, als wenn wir hier sonderlich viel Glück haben, genau das richtige Fragment noch zu finden. Ein Fragment. Viele Vehikelbucht. Ja, das ist das Problem, dass wir natürlich genau in so einem Gebiet sind, wo wir auch ältere Sachen finden. Da kamen wir her, ne? Caution. Dehydration detected. Ah, müssen wir gleich wieder zurück. Wo wir hier verdursten. Na, ja, vielleicht hier vorne nochmal. Grenzgebiet. Vielleicht finden wir hier noch was Tolles. Sein, dass es hier vorne gewesen ist, in dem Gebiet hier. What? Oh, da haben wir noch was. Ich glaube, das hatte ich vorhin auch schon gefunden. Das müsste eigentlich ein anderes Fragment sein. Wegleiter, ja. Haben wir hier noch? Solarmodul. Sag ja, hier findet man auch vielen alten Schrott. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir genau das gefunden haben. Muss mir mal angewöhnen, oder wenn ich gleich zurückfahre in die Basis, dann muss ich mir mal ein paar Sonden machen, dass ich mir mal so 3-4 Sonden, dass ich die immer mal dabei habe,
falls ich irgendwo was Interessantes finde, dass ich mir gleich irgendwo eine Markierung setzen kann. Was haben wir da vorne denn? Das müsste eigentlich von der Zyklop sein hier. Hier so ein Hüllenfragment oder so ein Blödsinn. Hüllenfragment, ja, das dachte ich mir schon. Hier irgendwo auf jeden Fall im grünen Bereich. Genau hier hatte ich das andere Fragment gefunden. Aber wie das immer so ist, gerade bei mir, ups. Es ist ja meistens so, wenn ich irgendwas konkret suche, dann finde ich es eben nicht. Ich finde es erst dann, wenn ich es nicht mehr brauche oder schon 430 Mal habe. Emergency. Severe dehydration detected. Okay. Seek fluid intake immediately. Ja gut, dann müssen wir sowieso nach Hause. Ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Ich nehme mir auch mal zu selten was zu essen und zu trinken mit. Das liegt einfach auch daran, dass der Platz hier sehr beschränkt ist. Detected. Ah, ich bin auf dem Weg, ich bin ja gleich zu Hause. Ich bin ja gleich stor. Ich bin jetzt einmal um Pott gefahren. Das war jetzt auch nicht so sehr schlau. Aber da können wir uns bei der Gelegenheit wenigstens auch mal gleich mal ein paar Funkbarken machen. Erstmal muss ich was essen, was trinken. Wenn das nicht passt. Sogar ein bisschen Wasser hatte ich sogar dabei. Was essen müssen wir auch noch. Blood loss detected. Ach, Blood loss. Tu mal mit deinem Blood loss. Ja, das Problem ist natürlich auch, die Pflanzen brauchen wir nicht groß mitnehmen, weil die sowieso so schnell verderben. Dass uns das eh nichts bringt. Wenn man hier auch nichts pflanzen kann, das wäre geil, wenn hier so ein paar Beeren oder sowas dran kleben würden. Das wäre eine feine Sache. So. Und da haben wir auch noch ein bisschen was. Da haben wir auch noch ein bisschen Lead, ein bisschen was von allem eigentlich. Salz und Getränke können wir gleich mal hier drüben mit hinschmeißen. So. Und so. Sind wir auch schon vollkommen, was wir schon an Salz alles gesammelt haben. Nur durch diese Maschine, die wir da mal gebaut haben. Also es ist schon sehr geil. Können wir gleich mal hier gucken. Oh, das ist doch mal ein Screenshot. Okay. Gut, dann muss ich mal eben gucken, was brauchen wir auf jeden Fall noch. Naja, wie gesagt, ich muss den Kartenraum muss ich ja noch fertigstellen. Und den Bioreaktor, der wäre vielleicht auch nicht verkehrt, den zu haben. Nur die Frage ist natürlich, wo finden wir die Fragmente dafür? Das ist das Problem. Aber ich würde erstmal sagen, ich baue mir erstmal ein paar Funkbarken. Dafür brauche ich einen Kupferdraht und Titan. Kupfer und Titan. Hier habe ich zweimal Kupfer. Hier habe ich mehr. Oh, da habe ich schön Kupfer. Kupferdraht. Mache ich mir. Ich weiß nicht, macht man Kupferdraht aus einem? Mal eben schauen. Zweimal Kupfer. Okay.
Also brauche ich schon mal mindestens 6. Machen wir uns Kupferdraht raus. Ja gut, der Vorteil ist bei den Funkbarken, dass wir die natürlich immer wieder einsetzen können. Das ist auf jeden Fall nicht rausgeschmissenes Geld hier. Oder rausgeschmissenes Material, besser gesagt. Titan. Habe ich dreimal... Was hatte ich da spinnen? 4x4 Lagerplatz. Ja gut, der ist auch neu. Also zumindest von der Textur her. Der soll jetzt auch funktionieren, hatten sie geschrieben. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, nie mit so mit befasst. Haben wir hier eigentlich was Neues? Auch nicht wirklich. Nee. Gepökelte Nahrung, gekochte Nahrung, Wasser, das ist auch alles dasselbe. So, was haben wir denn an Titan? Noch Titan haben wir genug. Das schon. So, dann machen wir uns nämlich gleich ein paar Signalbojen. So, 3 Stück. Haben wir erstmal schön 3 Signalbojen für den Fall der Fälle. Dann können wir uns nämlich dann auch mal markieren, wo wir irgendwelche Materialien gefunden haben. So, Titan können wir da gleich wieder mit reinschmeißen. Ja, es ist absolut unsortiert. Ich muss hier wirklich auch mal wieder 3, 4 am besten von diesen Schränken wieder hinbauen. Dann haben wir das. So. Und da ist schon wieder ein Medikit drin. Wie geil ist das denn? Also da kommt ja wirklich so oft Medikit raus. Finde ich sogar ein bisschen viel. Kracherpulver hatten wir doch hier auch irgendwo noch, ne? Ich glaube, das war unten. Ja, hier haben wir allen möglichen Mischmassen. Normalerweise mache ich das in Zukunft dann, glaube ich, mal so, dass ich pro Ressource wirklich einen Schrank voll mache. Also ähnlich wie das mit Titan habe. Wie passt der überhaupt rein? Ja, gut, kann man machen. Haben wir die ganze Seite hier voll. Ach ja, was ich euch noch zeigen wollte. Ich muss mal eben gucken. Wo ist denn die Big Mama? Die Big Mama, die ist... Und zwar hatte ich ja gesagt, die haben ein bisschen was geändert hier bei der Big Mama, also bei den Zyklopen. Zeige ich euch gleich mal. Es gibt sogar 2 Sachen, die kann ich euch direkt zeigen. Und zwar das erste gleich hier unten. Hier habt ihr ja die Loks, also sprich die Spinte. Und die kann man jetzt tatsächlich auch benutzen. Ihr seht 3 6, also insgesamt 12. Ihr habt 12 Slots. Nicht? Und hier habt ihr insgesamt 5. Und also seht ihr, da kann man jetzt auch mittlerweile schon was drin horten. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Und hier kann ich zum Beispiel Innenbeleuchtung ein- oder ausschalten. Außenscheinwerfer an. Habe ich jetzt an? Hier, Außenscheinwerfer an. Sehr geil. Außenscheinwerfer an. Und hier drin quasi Beleuchtung aus. Also könnten wir jetzt so hier ein bisschen durch die Untiefen... könnten wir uns fortbewegen und dann können wir auch natürlich alles wieder zurückschalten und hier wieder Beleuchtung anmachen. Ist das geil? Ich finde das schon sehr cool. Ob sich hier noch was getan hat. Was ist das denn? Was ist das? Die Kamera, ich werde wahnsinnig. Wo ist diese Kamera? Achso, die ist in der Mitte. Und in Fahrtrichtung. Ach, das zeigt er mir ja auch unten rechts an. Das ist ja geil. Kann man hier auch irgendwie mal... Use mouse wheel and mouse wheel down and up to cycle cameras. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Conning Tower. Kiel. Ja gut, Kiel waren wir ja eben schon. Schraube. Das ist ja nice. Conning Tower. Kiel, wie gesagt, Screw. Conning Tower. Das finde ich ja mal richtig geil. Muss ich ja mal sagen. Das finde ich richtig gut. Weil ich habe ja immer so ein bisschen bemängelt, dass man...
dass man eigentlich nicht so richtig sehen kann. Wenn man jetzt hier so unterwegs ist und ich fahre hier so, dann sehe ich immer nur diesen kleinen Bereich. Das ist ein bisschen blöde. Also ich finde das schon richtig gut. Kann man jetzt eigentlich auch fahren, wenn ich hier... Tatsächlich, also fahren kann ich also auch mit Kamera. Das ist ja witzig. Da kann ich nichts machen. Ein bisschen Lärm kann ich auch noch machen. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Ja, wie gesagt, Licht können wir an- und ausschalten. Ansonsten ist hier jetzt auch nicht so viel mehr. Ansonsten das, was man in dem halt schon kennt. Hier die ganzen Module, da können wir noch ordentlich was reinbraten. Und dann haben wir hier natürlich noch das Getriebe. Beziehungsweise den Antrieb, nicht das Getriebe. Können wir hier noch was machen? Konsolenmanager, okay. Nichts Dolles. Mal hier wieder zu. Also das ist auf jeden Fall, das sind so die Neuigkeiten bei der Cyclops, hier jetzt die offensichtlichen Sachen zumindest. Und hier vorne gibt es dann eben, haben wir dann schöne Strahler, dass wir dann auch mal ein bisschen was sehen, weil das, ich finde, das war auch immer recht schwierig. Und ich glaube, mit der Cyclops können wir jetzt 500 Meter tief tauchen. Das finde ich auch schon nicht verkehrt. So viel jedenfalls zum Update des Cyclops. Bin mir auch jetzt nicht sicher, ob diese kleinen Strahler hier, ob die schon immer drin waren. Also ich bin der Meinung, waren auch nicht immer drin. Aber gut, es ist, muss auch nicht sein. So. Welcome aboard, Captain. So. Somit zu unserem kleinen Rundgang. Ich werde nochmal schauen, dass ich noch ein paar Fragmente finde. Und vielleicht auch mal ein paar Wracks finde, weil das wäre eigentlich immer ganz besonders interessant. Da gibt es ja auch noch mal das eine oder andere, was ich noch nicht erforscht habe. Und es gibt ja so viele Wracks. Weiß gar nicht, gab es nicht ein Dutzend Wracks oder so? Oder 10 Wracks? Irgendwie so in dem Dreh auf jeden Fall schon einige zu entdecken. Und natürlich einige zu erforschen. Aber da schauen wir mal in den nächsten Folgen mal rum, was wir noch so Schönes finden. Was wir noch an Schönes, an Fragmenten finden vor allem. Und das soll es dann erstmal gewesen sein für heute. Wenn euch die Folge Subnautica gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Teilt das Video gerne auf Twitter und Facebook, wenn ihr Lust habt. Und dann, ja, dann schaut einfach beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut und tschüss.